Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir sind ja immer noch in unserer Hybrid- und Grünwoche hier in OMSI. Deswegen sind wir heute mal mit dem Streetlight unterwegs hier, mit dem Studio Polygon Lightbus DLC, den es ja hier auf Steam gibt, denn auch hier gibt es eine Hybrid-Variante und die wollen wir uns heute anschauen auf der Karte Newcastle Pro auf der Linie, lasst mich überlegen, 33 von Newgate nach Hollywood Avenue und so schaut, wie gesagt, heute unser kleiner Dienstplan aus, den wir hier haben. Und an der Stelle erstmal noch ein großes Dankeschön für dieses wundervolle Repaint und natürlich das Zusammenstellen der Settings für den Streetlight oder den Masterlight oder für wie ihr das auch Ganze nennen wollt. Mittlerweile hat der Bus einfach gefühlt 1000 Namen. Ja, wenn wir uns das Ganze, wie gesagt, heute mal anschauen. Ein wundervolles Repaint. Hier sehen wir schon, ne, meine Wenigkeit sitzt wieder am Steuer. Simulation mit Herz, ÖPNV-Simulation. Hier oben sehen wir Rightbus Streetlight Hybrid. Gute Fahrt-Bio, so schaut das Ganze aus. Dann haben wir hier oben nochmal, auch nochmal ganz große Bio draufstehen. Achtung, Busch hört aus. Ja, und hier oben haben wir auch nochmal so ein bisschen heute unterwegs im Studio Polygon Light 11,5 Meter HEV Hybridbus. Ja, den Bus sind wir ja nun schon ein paar Mal gefahren und teilweise gefühlt immer, wenn wir mit dem unterwegs sind, endet das in einer absoluten Katastrophe. Ob das heute auch wieder so ist, das werden wir uns heute mal anschauen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir das hier heute hinbekommen. So schaut es, wie gesagt, alles komplett aus hier. Also ihr seht, an sich ja wirklich gute Qualität hier im Bus. Bin gespannt, wie der nächste DLC aussehen wird von Studiogon. Da ist ja nur schon was angekündigt worden, meiner Meinung nach. Und dann werden wir mal gucken, ne, wie das Ganze wird. Ich freue mich eigentlich, wie gesagt, die beiden Bus-DLCs, die es ja hier gibt für OMSI, die sind eigentlich richtig toll geworden eigentlich. Muss man mal sagen. Wie gesagt, nur die deutsche Variante hier von dem hier, die ist absolut furchtbar. Mit der britischen Version, glaube ich, hatte ich nie Probleme gehabt. Also lassen wir uns dementsprechend jetzt mal überraschen, wie sie die Fahrt heute wird. Ich würde sagen, wir springen rein und werden mal hier so ein bisschen aufrüsten. Ne, wenn schon mal hier ein bisschen Fenster aufmachen. So, Motor an. Dann wollen wir das Ganze hier natürlich starten. An damit und Linie natürlich auch schon wählen. So, FI, hier wollen wir die 3 bitte und das Ganze geht nach Hollywood Avenue, das müssen wir noch bestätigen bitte. So, macht das, macht er, hat er, wundervoll. So, wir müssen jetzt hier das Ganze hier noch umschalten. Ja, warte mal, jetzt eben gerade, weißt du, wollte er jetzt? Ist der Rechner? Ja. Ich fahre das Ding nochmal runter, das ist mir egal. Das ist mir eigentlich relativ. Du machst mich nicht fertig, Kasse. Es ist ein bisschen tricky, hier mit dem Ding hier zu arbeiten. Ich finde den anderen deutlich, deutlich besser. Warte mal. Irgendwo muss ich hier was umschalten. Ich weiß das. So, genau, so war das. Jetzt war der PIN 1708 war das, okay. Warum man nicht hier einfach einheitlichen Code benutzen kann, verstehe ich nie. Werde ich wahrscheinlich nie verstehen. 1708. Please present card. So, damit haben wir es. Newsgate nach Hollywood Avenue. Ist das erste Mal alles jetzt soweit richtig eingestellt hier. Wahnsinn. So. Oh. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht der Motor nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Geh doch mal an. So. Jetzt klappt das, eben gerade lief das ohne Probleme. So, booting up, sehr schön. Du kannst das gleich angucken. Press trip key. Oh.
So, 17. So, jetzt haben wir es. Bus ist an. Das ist ja alles schon mal ein gutes Zeichen hier. Gut. Ja, zum Bus, glaube, brauche ich nicht mehr allzu viel sagen. Jeder kennt ihn mittlerweile. Wir hatten ihn halt schon ein paar Mal bei uns ja hier nun im Let's Play. Haben uns ihn ja schon ein paar Mal angeschaut. Aber auch witzig hier, dass man so eine kleine Funktion hier so reinbasteln kann wie die Dashcam, ne, die ihr da seht. Ne, die ist da neben dem Spiegel. Ne, das ist schon eine coole Sache. Sonst, wie gesagt, funktioniert hier eigentlich alles relativ gut. Hier fährt sich sehr angenehm. Die deutsche Variante, wie gesagt, immer wieder mit ein paar Problemen und alles so. Ja, dass der Bus manchmal extremst langsam ist und hast nicht gesehen. Aber die britische Version funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut. So, los geht's. Wollen uns mal Newcastle Pro angucken. Die wurde mir jetzt letztens empfohlen. Dann habe ich sie auch gleich runtergeladen natürlich. Ne? Wie alt die Karte ist, im Endeffekt weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht dazu viel sagen. Auf jeden Fall hat sie einige Linien, beinhaltet aber viele spannende Objekte. Das ist ein bisschen schade. Ne? Und so wie man ja immer so gesagt hat, ne, dass so die britischen Karten eine richtig geile Performance haben. Hier allerdings öfters mal einen stehenden Hänger. Und die Karte verzeiht keine Verspätung. Sobald ihr hier einmal Verspätung drin habt, kriegt ihr sie nicht mehr raus. Deswegen fahren wir gerade relativ zügig hier unterwegs. Wieso ist denn... Warum war denn der jetzt aus? Müsste der nicht anbleiben? Hallo? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Wieso ist denn der ausgegangen und dann nicht mehr angegangen? Ach, die Karte legt er da unten wieder hin einfach. Mann, ja, weil hier wird mir halt die Dings angezeigt, ne? Verspätung und alles was. Und wenn der Monitor denn aus ist, ja, dann sehe ich das nicht. So, hier haben wir einen kleinen Stau. Der zieht sich bis vorne. Da werde ich jetzt allerdings meinen Trick 17 machen. Ja, nicht wundern, weil, wie gesagt, sobald ihr hier einmal Zeit festgefahren hast, kriegst du die echt hier nicht mehr raus. Genau, jetzt bleibst du hoffentlich an. Jetzt bleibst du an. So, wie gesagt, ich mag... Jetzt ist es wieder aus. Ach so, einfach nur auf den grünen Button drücken. Alles klar. Ja, das hatte ich hinkriegen. Das hatte ich tatsächlich hinkriegen. Oh, hört auf zu meckern da hinten. Du keiner raus... Warte mit. Ne, gut, dann fahren wir weiter. Weiter geht's. So. Ansagen gibt's hier scheinbar keine. Wo wir es diesmal richtig hier jetzt eingestellt haben. Sollte das ja eigentlich funktionieren. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Deswegen, die Karte kann gar nicht so neu sein. Aber man muss sagen, sie hat viele Linien, ja, also das ist schon für eine britische Karte schon extrem viel. Und jetzt kann ich ja auch schon ein bisschen was immer sagen, ne, weil wir ja schon einige Karten jetzt abgefahren sind und so, ne. Ja, da hat sich schon so einiges zusammengesammelt hier mit britischen Content hier bei uns auf dem Kanal. Ja, moin, 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 moin. Ja, kannst du mal sehen, da muss der Berliner Busfahrer muss hier nach Großbritannien, weil ihr keine Busfahrer habt. Schande. Die Hancock Street. Geile Filmmusik. Der Film Hancock. So.
Haben Sie drin? Hallo, Mai. Hallo, Mai. Eine Minute immer noch. Ja, komm, nicht zittern. Einsteigen, würde ich sagen. Einsteigen. Du brauchst keine Angst haben. Ich beiße nicht. Ah. So. Okay, links rum. Und doch wieder den Bordstein mitgenommen. Das ist unglaublich. Ich sag ja, wirklich, die britische Version von diesem Bus ist großartig, ja? Ich weiß nicht, warum das mit dem Deutschen nicht so klappt. Der zieht richtig schön an, der fährt, der geht nicht ständig aus und macht nicht und weiß ich nicht, ja? Der ist richtig zügig. Die deutsche Variante ist so mega, mega lahm, ja? Das ärgert mich dann halt immer so ein bisschen. Ich glaube, mit dem würde ich auch total gerne fahren, ja, wenn der halt nicht so langsam wäre. Naja, dann müssen wir ihn halt zumindest mal auf britischen Karten einsetzen. Wenn wir den schon nicht anders fahren können. Was kann ich hier machen? Komisch. Komisch. So. Jetzt war Abfahrt natürlich noch relativ cool. So, war wieder gelb. Aber soll uns nicht stören. War jetzt extra langsam rum, damit sie nicht wieder rumzieht dann hier. Damit sie nicht gleich wieder rumzetern, so wie sie es ja sonst immer gerne machen. Hello. Hello. Habt ihr gesehen? Der Bus ist schon wieder vollgemüllt. So. Ein Bild braucht man noch allerdings. Das muss sein. Für unsere lieben YouTube-Freunde. Null Minuten. Ja. Ja, zum Beispiel 30 km/h natürlich, ne? Also man sieht halt schon, ne, es ist wirklich viel spannender. Auch. Da haben mir die anderen Karten doch deutlich besser gefallen. Aber da hat irgendwie das Gefühl, dass die halt auch wirklich eigene Objekte mitgebracht haben. Und hier, ja, ne, außer die Haltestellenschilder, die zum Beispiel, die sind anders. Ja, aber ist trotzdem die gleiche Stange. Wie von Spandau hat man einfach bloß wahrscheinlich die Textur einfach ausgetauscht. Ah, ja. Nö, also so vom ersten Schein auf jeden Fall hier haut's mich jetzt nicht wirklich von den Socken. Ich glaube auch, dadurch, dass wir jetzt schon einige Linien gefahren sind und schon so ein bisschen was dazu sagen können, ich glaube, Yorkshire hat mir immer noch am besten gefallen von allen britischen Karten, die wir gefahren sind. Halte ich weiterhin auch fest dran. Wir machen jetzt, haben wir jetzt auch schon angekündigt gehabt, extra für unsere British Fans, aber ich sehe gerade, das Branding ist gar nicht drin. Das
das Rideboost-Logo, das ist gar nicht mit dabei. Ich dachte, das wäre installiert gewesen. Was wollte ich sagen? Genau, Leitsteinfahrt ist ja jetzt nun für diese Woche eine Hafen City dran mit dem Motto Fahr es grün oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. Motto werden wir dann vielleicht denn zum Live zum Start denn bekannt geben. Also wird wahrscheinlich dann im Titel stehen. Nach dieser Leitsteinfahrt wollen wir dann eine britische Leitsteinfahrt denn die Woche danach mal abhalten für unsere British Fans hier. Haben so oft gefragt, ob wir nicht mal eine britische Leitsteinfahrt machen können. Wird für uns das erste Mal sein, also seid uns da nicht böse. Ja, also das wird wahrscheinlich einiges schief gehen. Wie immer. Wenn natürlich PDP uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, haben wir natürlich jetzt so zwei Karten zur Auswahl. Wo wir jetzt noch am Überlegen sind, welche wird's. Aber wenn ihr da halt Bock habt, dann könnt ihr gerne mitfahren. Ne? Es gibt kostenlose Busse, die Karten sind teilweise alle kostenlos. Payware wird teilweise manchmal benötigt, manchmal nicht. Ne? Aber es wäre aber auch mal für euch wahrscheinlich eine Herausforderung, mal ja, in der Leitstellenfahrt einfach mal britische Karten zu fahren. Ja, also unbedingt, wenn ihr da Bock drauf habt, mal vorbeischauen, einschalten. Das wird bestimmt eine extrem witzige Fahrt. Die Fahrer werden wahrscheinlich alle rumbrüllen, weil sie wahrscheinlich alle gewohnt sind, rechts zu fahren. Und auf einmal müssen sie links fahren. Upp. Ja, also wir haben uns ja mittlerweile dran gewöhnt. Ja. Also bei mir klappt das auch extrem gut. Ich kann jetzt danach einfach wieder eine ganz normale deutsche Karte fahren und dann ist auch alles wieder perfekt. Umgedreht halt genauso. Kann jetzt davor eine deutsche Karte gefahren sein und fahre jetzt britisch, das spielt keine Rolle mehr. Liegt wahrscheinlich aber ein bisschen daran, weil ich eigentlich die Busse halt immer so genau nehme. Ja, also wenn ich dann weiß, okay, das ist jetzt der Bus, okay, hier fahre ich jetzt nur britisch, ja, dann macht es bei mir auch im Gehirn Klick. Denn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wahrscheinlich mit einem Solaris fahren würde oder sowas, mit denen ich ja sonst immer so unterwegs bin, ich glaube, da hätte ich den Rechtsdrall. Ne? Aber so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt den hier jetzt fahre, den bin ich jetzt nur einmal in, oder zweimal in der deutschen Variante gefahren, sonst eigentlich immer nur in der britischen Version praktisch, ja, macht es bei mir dann Klick denn, und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt links fahren. Ja, das ist dann halt immer vielleicht ein bisschen Kopfsache, aber funktioniert halt, funktioniert. So, genau, auf jeden Fall werden wir dann eine Leitsteinfahrt abhalten. Bin mega aufgeregt, mega gespannt halt, wer zum Beispiel auch alles mitmacht, ja. Und welche Karte es wird. Ne? Also Yorkshire, glaube ich, steht sogar mit auf der Liste von den beiden Karten. Mutti, komm. Auf der Karte, die ja eventuell gefahren wird. Dann haben wir aber noch eine gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche genau das war. Muss ich jetzt passen. So, genau. Und dann können unsere britischen Fans endlich mal hier mitspielen. Das wäre dann mal vielleicht eine ganz coole Sache. Allerdings, wie gesagt, Leitstellensimulator ist vonnöten. Ohne geht's nicht. Ne? Macht uns stolz also. Und holt euch das Ganze. Und fahrt denn hier hoffentlich mit. Und dann können wir mal gucken, dass wir das vielleicht mal so abwechselnd machen. Einmal deutsch, so einmal britisch oder irgendwie sowas. Sodass beide Seiten bedient sind. Wir hatten, muss jetzt so sagen, auch in der letzten Zeit relativ viele Leitstellenfahrten gehabt. Ja, das ist dann natürlich mal doof, wenn wir dann mal sagen, ja, maximal eine pro Monat. Ich würde das Ganze jetzt tatsächlich sogar anheben auf zweimal pro Monat, dass wir jetzt zwei Leitstellenfahrten machen pro Monat. Denn einmal deutsch, einmal britisch oder sowas. Oh, Alter. Ja, was ist los? Ja, als Polizei ist es nett, dass du stehen geblieben bist hier, aber trotzdem. Dass man das irgendwie so hinbekommt. Oh, Alter, wie weit lauft ihr hier auf die Straße? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen können. Ich muss das ja auch mal so ein bisschen mit meinem Team immer so absprechen, aber auch wenn, dann mache ich es alleine. Ne? Wenn meine deutschen Kollegen keine Lust haben, ne? Dann übernehme ich die Leitstelle auch alleine. Auch kein Problem mit. Hauptsache, wir haben einen britischen Livestream-Abend hier. Alles vielleicht für euch relativ cool, denn ich glaube, der Zuwachs zu unseren britischen Fans hier ist ganz schön gestiegen hier. Ja, aber wie gesagt, von der Karte her finde ich sie jetzt nicht geil.
Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten, aber das könnte jetzt auch Spandau sein. Andere Spandau. Die Henry Street. Wow. Ich rede hier von wegen, ja. Wenn du einmal Verspätung hast, kriegst du sie nie wieder raus. Wir sind bei 3 Minuten. Plus. Ja, also wir sind 3 Minuten zu früh. So, oh, Alter. Ihr habt mir ja gesagt gehabt, warum das halt. Warum die immer so weit auf die Straße laufen, das ist irgendwie halt technisch nicht wirklich anders zu machen. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Piep, piep, guck mal hier, ja. Schön im Eingang, weißt du, wenn man hier in den Mittelgang liegen würde, okay, dann wäre es was anderes. Hier liegt ein Ticket, hier liegt eine Zeitung auf dem Boden, da hinten auch wieder, guck mal hier, ihr seid so eine. Macht ihr das zu Hause auch? Ich glaub's nicht. So, wir mal die Zeit vorstellen. Keine Lust jetzt hier irgendwie groß zu warten. So, will da jemand mit? Nö, schaut nicht so aus. Denn Abfahrt. So, geradeaus weiter. Zum Beispiel hier auch die Karte in South London oder so, wie die hieß, die 3N oder 33N. Dieses South London Project. Also wie viel eigenen Content die da mitgebracht haben da, ja. Die sah großartig aus, die Karte. Da hast du dich so echt britisch gefühlt. Hier, weiß ich nicht, hier fühlt man sich nicht britisch irgendwie. Ein bisschen Tea Time. Nee, ich bin sowieso nicht der Teetrinker. Kaffee ja, aber Tee nicht. Tee geht nicht. Also mal ein Fencheltee mit Honig oder sowas, ne? Wenn du mal krank bist oder sowas. Das geht, ja, aber so jetzt einfach mich jetzt hinsetzen und einen Tee trinken. Weißt du sowieso nicht. Ich habe einmal tatsächlich schwarzen Tee getrunken. Voll widerlich. Voll widerlich, wirklich. Ach. Nee, also das muss ich mir nicht nochmal antun. Ich muss dran denken, dass wir nächste Mal, ja, wenn wir hier fahren, was ist los, ey? Mal hier mal Regen mal anmachen. Dann haben wir so dieses typische Londoner Feeling hier, nur Regen. Da war der Spiegel im Weg. Ja, hast du nicht gesehen? Nein, hast du nicht gesehen. Da war der Spiegel im Weg. Da habe ich die Kurve wieder zu großzügig genommen, ja. Und dann bin ich mit dem Spiegel gegen das Schild hingeblieben. Also wunder, dass die aber nicht gleich alle aussteigen, so wie sonst immer, ja. Also unsere British-Fans hier im Bus, ja, die nimmst nicht ganz so, oder? Steigen sie jetzt doch alle aus. Da steigen jetzt hier allgemein halt einfach viele aus. Da steigen allgemein wahrscheinlich viele aus hier. Gut. Also sie sind nehmen es auf jeden Fall nicht so persönlich wie jetzt hier bei uns, jetzt wenn wir hier in Deutschland hier irgendwo gegen eine Laterne fahren oder sowas. Muss ich dann gleich alle. Ich geh raus. So. So, genau, jetzt haben wir nämlich die Zeit jetzt so weit verfrüht, jetzt, ne, eingestellt, dass wir jetzt in Verspätung gekommen sind. ASDA Gosford, alles klar. So. Hallo, Spiegel funktioniert aber auch noch. Sehr gut. Der ist nicht kaputt. Ich
Das Witzige ist, soll ich jetzt 30 km/h fahren oder 30 Meilen? Weil normalerweise sind wir jetzt ja britisch unterwegs. Ne? Normalerweise müsste da jetzt Meilen stehen. Die ist nicht gut. Das Piepen kommt, weil ich die Handbremse schon löse, obwohl die Tür noch nicht zu ist. Habe ich jetzt auch schon gelernt. Ah, wir sind ja schon. Hollywood Avenue. Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen. This is the end of line. Please leave the bus. Oh. Nee, also muss ich sagen, kartentechnisch hat es mir jetzt nicht gefallen, weil es keine absolute Lieblingskarte, also von mir jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Nö, aber so wirklich, wie gesagt, umgehauen hat es mich jetzt nicht. Wie gesagt, teilweise echt so gefühlt, als ob wir hier in Spandau unterwegs sind, halt im Linksverkehr. Ja, das ist ein bisschen schade, ein bisschen verschenktes Potenzial. Aber wenn keine Objekte da sind, musst du dir irgendwie anders zu helfen wissen. So schaut's leider aus. So, ich räume euren Bus auf, ja? Ja, danke schön, danke. Meine Güte. So. Bus sauber? Bus ist sauber. Sehr schön. So, und ihr habt jetzt gesagt, man kann sich hier irgendwo eine Auswertung angucken. Das war jetzt nur ein bisschen. Nee, das sind die Telematics. Braking A1, W29, Braking W57. Da geht das hier gar nicht. Clear, GPS okay, Kurzstrecke. Ach guck mal, das ist auch alles deutsch, ne? Fahrschein, Kurzstrecke, Tagesautomat. Das ist natürlich auch nicht so geil. Clear. Können wir gar nichts machen. Up, down, geht auch nichts. Ja, die Währung hat er halt drin, aber das war es dann halt auch. Nee, also entweder geht es jetzt hier in diesem Bus nicht. Oder ich finde es nicht. Na, das kann natürlich auch sein. Aber eigentlich dachte ich, dass das hier unten dieser Zettel hier war, aber ich glaube, das war er nicht gewesen. Gut, naja, soll uns jetzt nicht groß stören. Wir haben den Bus zumindest sauber gemacht, so wie ihr euch das immer gewünscht habt, dass wir mal auch den Bus sauber machen. Haben wir gemacht. Das war also die Linie 3 hier nach Hollywood Avenue. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, also umgehauen hat es mich jetzt nicht. Bus wieder mal großartig, ja, also sehr angenehm wieder gefahren hier. Spiegel natürlich abgerissen, allerdings funktioniert das. Ja, vom Hybrid jetzt gar nicht so viel gemerkt, ist trotzdem, hat genauso angehört wie jeder andere Bus. Den können wir natürlich nicht in der Leitstellenfahrt hier benutzen, da dieser ja nun mal ein Linksverkehrbus ist, ne, und wir auf eine Rechtsverkehrkarte fahren, macht es natürlich wenig Sinn, den Bus jetzt hier in der Leitstellenfahrt mit reinzunehmen, ne, aber den könnt ihr denn in der Woche da drauf denn eventuell nehmen wollen, wenn ihr Bock drauf habt, ne. Und wie ihr den jetzt hier bekommt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Games Planet. Da ist ein Rafflink drin, da könnt ihr uns nochmal unterstützen und dementsprechend den DLC dort kaufen. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und ja, das war es eigentlich von mir heute. Wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, mit einer weiteren Folge um sie. Also unbedingt wieder einschalten, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.